Hallo zusammen, willkommen zu einem kleinen SSO-Info-Video. Breaking News, heute übrigens kein Stream mehr von mir. Fabi ist jetzt gerade eben gefahren, er hat ja noch seine letzten Sachen eingepackt. Und ich muss jetzt gleich noch aufnehmen, deswegen schaffe ich es nicht mehr zu streamen. Vielleicht heute Abend noch von Fabi, weiß ich aber noch nicht. Ja, aber ich bin eben darauf aufmerksam gemacht worden von einem Gildenmitglied bei uns von den Goldhoofs. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Steffi, dass sich einiges verändert und das SSO jetzt auf Instagram und in den News gepostet hat, was sich so optisch verändert. Sie hatten ja schon vor einer Weile gesagt, dass sich dieses Jahr nichts mehr ändern wird daran, dass ein neues Gebiet kommen wird. Also es wird nichts mehr kommen, weil sie lieber an was Bestehendem arbeiten wollten. Und ja, es ist fast, als ob wir ein neues Gebiet bekommen würden, sind wir mal ehrlich. Ihr seht hier Moorland. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal noch die Bilder an, bevor ich den Text hier vorlese. Wir haben hier Vorher-Nachher-Vergleiche. So sieht es aktuell aus. So wird es aussehen. Es wird alles in diesem Dandal-Stil gearbeitet werden. Wir haben hier vor Pinter alles weicher, alles glatter, alles so ein bisschen comic-mäßiger. Und hier haben wir auch nochmal den Blick von Frau Holsworth aus der Richtung auf den Champi-Platz. Finde ich mega süß hier mit diesen kleinen Lampen. Hier steht aber noch überall Not Final In-Game Environment. Also es ist so noch nicht die finale Umgebung, wie sie im Spiel sein wird. Es sieht auf jeden Fall, wie gesagt, deutlich glatter aus, gesättigter, also kräftigere Farben, knalligere Farben. Und jetzt wird auch so ein bisschen klar, wohin SSO mit den Pferden wollte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen neuen Stil passen ja jetzt die alten Pferde, egal wie schön wir sie fanden, so überhaupt gar nicht mehr rein. Ich muss ja auch sagen, dass mir nach wie vor die alten Fjordis zum Beispiel sehr gut gefallen, dass mir die alten Andalusier noch sehr gut gefallen, aber die passen alle nicht mehr in diesen neuen Grafikstil rein, finde ich. Was sagt ihr denn dazu? Also ich finde, die passen in diese neue Welt überhaupt nicht mehr. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir lesen uns jetzt erstmal noch durch, was hier dazu steht. Hallo, heute ist endlich die Zeit gekommen, um eines der größten Updates des Jahres zu enthüllen. Wir sind unglaublich begeistert, dir dieses gewaltige Update zu bringen, an dem wir schon seit langem arbeiten. Wir haben Ullis Linda, die künstlerische Leiterin bei Star Stable, gebeten, uns ein wenig mehr zu verraten. Hallo Ullis, was machst du so bei Star Stable? Hallo, ich bin bei Star Stable die künstlerische Leiterin und das bedeutet, dass ich für das gesamte Erscheinungsbild des Spiels verantwortlich bin. Ich sorge dafür, dass unsere Künstler immer den gleichen Stil in ihrer Arbeit beibehalten und darum arbeite ich eng mit unseren Konzeptkünstlern, 2D-Künstlern, 3D-Künstlern und unseren Animatoren zusammen. Kleiner Seitenhieb am Rande, nehmt's mir nicht krumm, aber dass immer der gleiche Stil beibehalten wird, das sehe ich jetzt so zwischen Trakehner und Fjordi zum Beispiel nicht unbedingt so, aber lesen wir mal weiter. Seit ich künstlerische Leiterin wurde, achte ich vor allem darauf, einen Stil zu finden, den Star Stable viele Jahre lang beibehalten kann. Das soll sicherstellen, dass das Spiel einheitlich aussieht und dir das Gefühl gibt, bei jedem Start des Spiels in ein Märchenland zu gelangen. Ach du Hölle. Wie gesagt, bitte keine Einhörner und keine Pegasi. Wir haben gehört, dass du gerade an einem gewaltigen Update arbeitest. Kannst du uns mehr darüber verraten? Logisch. Das ganze vergangene Jahr hindurch haben wir hart daran gearbeitet, dass Star Stable einen flüssigeren Grafikstil erhält, der im ganzen Spiel beibehalten wird. Wir möchten, dass du als Spielerin oder Spieler das Gefühl hast, dass du dich immer auf Jorvik befindest, egal wo du im Spiel hingehst. Unsere Arbeit hat uns weiter zu einem Grafikupdate von Moorland und Silverglade geführt. Und was soll das bedeuten? Wir haben in Moorland begonnen und alle Bodentexturen, beispielsweise das Gras und die Pfade, neu gemalt, brandneue Bäume, Sträucher und Felsen modelliert und gleichzeitig das Gelände um das Gebiet aktualisiert. Yay, das heißt, wir haben demnächst auch in Moorland Ansaugbäume und Steine. Yes! Damit wird die Erforschung von Moorland leichter, hübscher und spaßiger. Damit auch wirklich alles wie aus einem Guss aussieht, haben wir auch die Pflanzen und Felsen um das gesamte Gebiet von Silverglade aktualisiert. Dies hebt das Spielerlebnis auf eine völlig neue Ebene, wenn du durch die Wälder von Firgrove oder über die Felder von Silverglade reitest. Der Unterschied ist leicht zu bemerken. Nicht alles, aber doch einiges wird ein neues Aussehen erhalten. Selbst der Himmel über Jorvik wird aktualisiert und das wirst du natürlich sehen, und zwar überall im Spiel.
Ja, das sehen wir hier. Ist aber auch comic-mäßiger, ne? Das hier, finde ich, ist so ein bisschen realistischer. Generell fand ich den alten Stil realistischer und der neue ist wirklich recht comic-mäßig. Wow, das ist also der Grund, warum es in diesem Jahr kein neues Gebiet im Spiel gab? Genau. Wir haben beschlossen, dass wir all das verbessern, was es bereits im Spiel gibt, damit es wirklich außerordentlich cool aussieht, ehe wir den Spielbereich weiter vergrößern. Und die Arbeit ist die gleiche wie bei der Gestaltung eines brandneuen Bereichs. Denn wir haben alles noch einmal ganz von vorne entwickelt. Unsere nächste Frage lautet natürlich, wann ist es fertig? Habt noch ein wenig Geduld. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber wir wollten diese Neuigkeit jetzt schon einmal bekannt geben, damit unsere Spielerinnen und Spieler wissen, an was wir gerade arbeiten. Die Veröffentlichung erfolgt vor dem Jahreswechsel, aber derzeit gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum. Das ist alles super spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten. Ja. Möchtest du unsere Arbeit an dem Update weiterverfolgen? Vergiss nicht, uns auf den Social Media Kanälen zu folgen. Dort erhältst du weitere Einblicke, bis wir dir schließlich das Veröffentlichungsdatum verraten können. Alles Liebe, dein Star Stable Team. Das heißt, sie werden, ich denke mal, vorrangig Instagram dafür nutzen. Sie sind ja auf Instagram doch deutlich aktiver als auf Facebook. Wie gesagt, wir sehen hier nochmal die Unterschiede. Wir haben hier so ein bisschen mehr Lichteinfall. Es ist deutlich kräftiger von den Farben her wirklich gearbeitet. Wir haben hier aber auch weniger Gräser. Die Bäume sind detaillierter, sage ich mal. Aber es ist, wie gesagt, ich finde hier oben, der alte Stil ist fast realistischer als, oder was heißt fast, er ist realistischer als der alte, als der neue. Der neue ist doch sehr, sehr bunt, sehr, sehr knallig von den Farben und sehr glatt. Ich finde, besonders stark fällt es hier bei dem Vorher-Nachher-Vergleich aus vom Strand rund um Fort Pinter, beziehungsweise da hinten, so um den Dreh dürfte das Ponyrennen liegen und hier so rechts dann irgendwo die Brücke Richtung Firgrove. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass hier mit diesen Laternen, die hier stehen werden. Was mir hier nicht gut gefällt, ist, dass die Laterne keinen Lichtschein abgibt. Ich finde, dass sie hier dann ruhig auch wirklich so einen Punkt gemacht hätten am Boden oder Punkt hätten machen sollen, so einen Lichtwurf, wie es halt auch wirklich realistisch ist, weil so ist die Laterne halt, ne? Aber es ist ja noch nicht final, steht ja extra bei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das integrieren und das vielleicht mit den Schatten so ein bisschen vereinbaren, weil das ja im Endeffekt Licht- und Schattenspiel ist. Ich habe das Gefühl, dass durch die höhere Sättigung die Nacht ein bisschen dunkler wirkt, ein bisschen düsterer. Und ja, also mir gefällt der neue Stil durchaus gut. Ich glaube aber wirklich, dass jetzt langsam die alten Pferde nicht mehr schön aussehen werden im Spiel und wirklich nur noch all das seit den Quarter Horses wirklich ins Spiel passt. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von den Bildern? Was haltet ihr von der Überarbeitung? Was gefällt euch besser, vorher oder nachher? Und was meint ihr? Passen jetzt die alten Pferde noch ins Spiel? Jetzt macht es eigentlich für mich tatsächlich wirklich Sinn, dass sie die alten Modelle nach und nach rausnehmen. Meiner Meinung nach müssten sie dann aber auch konsequent den nächsten Schritt gehen, wenn sie die alten Fjordi schon rausgenommen haben und auch wirklich alle von den alten Modellen komplett rausnehmen zum Kauf. Dass sie zwar den Leuten erhalten bleiben, aber dass wirklich alle alten Pferdenmodelle nicht mehr kaufbar wären, wäre für mich ein logischer Schritt, eine logische Konsequenz. Und ich muss auch ehrlich sagen, so sehr ich an den alten Pferden oft hänge, stellt euch in dieser Welt hier mal einen alten Araber vor, einen alten Friesen, einen alten Tinker, ein altes NSK, das alte Fjordi. Das passt irgendwie überhaupt nicht mehr rein, oder was meint ihr? Ich bin auf jeden Fall super, super gespannt. Ich werde der alten Welt absolut nachtrauern. Wie gut, dass wir so viel Video- und Bildmaterial mit der alten Welt haben. Ich bin aber auch genauso gespannt darauf, was uns in der nächsten Zeit noch erwarten wird, wie dann die Überarbeitungen weiterhin aussehen. Bin auf jeden Fall neugierig und werde euch da auch auf dem Stand der Dinge halten, wenn es was Neues zu berichten gibt. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf eure Kommentare und ja, haut rein. Tschüss!